Der Admiral mit dem Papagei als Talisman saß im Kaffeehaus auf dem Teakholz-Sofa und trank aus einer Tasse seinen Mokka mit Kandiszucker. Dazu einen Zwetschgenkuchen und eine Karaffe Sodawasser mit etwas Limone. Sein Koffer war immer noch gepackt, Mütze, Jacke und Wattejoppe. Und auch sein Amulett lagen bereit für die nächste Kamelsafari. Aber er hatte seinen Zenit schon lange überschritten und er scheute neue Risiken. Der Lack war ab. Gegenüber der Konditor auf dem Ebenholzdivan lauschte Lauten und Gitarren. Später genoss er eine Massage auf der Matratze. Er aß nur, was gesund war. Auberginen, Spinat, Aprikosen und Orangen. Myrrhe und Marzipan waren sein Elixier. Er trank nie Alkohol. Trotzdem, er sah lila Giraffen unter dem Baldachin tanzen.